Das war nochmal der internationale Hinweis für alle zum zweiten Durchgang platzierten und antretenden Sportler. Der Jörg hat mich gefragt, ob wir die Mädels lange warten wollen. Also der Anblick gefällt mir eigentlich, aber ich habe ein Mitleid. Die Mädels frieren sonst. Enrico, ein bisschen was lauter. Und alles klatscht mit, alle die Hände nach oben und mitgeklatscht. Geht weiter mit der Startnummer 19, Nicolas Desume, Frankreich. Weite 102 Meter, 102 Meters. Platz 3 im Moment aktuell Morten Solem vor Stefan Hocke und Nicolas Desume. Und jetzt geht es weiter mit der Startnummer 18, Taku Takeuchi aus Japan. Für ihn 105,5 Meter, 105,5 Meters, und damit platziert er sich aktuell auf Platz 1, Platz 2 Morten Solem und Stefan Hocke liegt damit aktuell auf Rang 3. Und es geht weiter mit der Startnummer 24, Andreas Wank, Deutschland. Weite 100,5 Meter, 100,5 Meters. Weiter geht es mit der Startnummer 35, Reinhard Schwarzenberger, Österreich. Reinhard Schwarzenberger aus dem ersten Durchgang, 102,5 Meter. Im zweiten Wertungsdurchgang 102 Meter, 102 Meters. Und damit liegt er aktuell auf Platz 6. Es folgt die Startnummer 14, Vincent Decorme, Frankreich. Für den Franzosen 107 Meters und mit 104 Metern aus dem ersten Wertungsdurchgang kann er hier an der Spitze etwas verändern. Und das bedeutet momentan die Führung für den Franzosen. Vincent Decorme auf Platz 1 vor Taku Takeuchi aus Japan und Morten Solem auf Rang 3. Und weiter geht es mit der Startnummer 42, Gerald Wambacher, Österreich. Die Weite für Gerald Wambacher 100,5 Meter, 100,5 Meters. Weiter geht es mit der Startnummer 20, David Lazzaroni, Frankreich. Gut, dass du mal Vollzieher da mal gemacht hast jetzt, gell? Die Weite 107 Meter, 100
in 7 Meters. Mit der Startnummer 27, Veli-Matti Lindström, Finnland. Auch er schafft im ersten Wertungsdurchgang schon 106 Meter. Meter für Veli-Matti Lindström, 99,5 Meters. Und es geht weiter mit der Startnummer 13. Erik Simon, Deutschland. Er eröffnet das Feld der 10 Bestplatzierten aus dem ersten Wertungsdurchgang. Die Weite für ihn 98,5 Meter. 98,5 Meters. Jetzt haben wir erstmal die Startnummer 39, Daniel Lackner, Österreich. Und im zweiten Wertungsdurchgang springt er 109 Meter. 109 Meter im Wertungsdurchgang bedeutet das die Führung für den Österreicher. Es geht weiter mit der Startnummer 44, Anders Vardal, Norwegen. Wie ich gestern von der Christine ja entgangen bin, das hat schnell bekannt. Aber war kürzer. Er teilt sich den 8. Platz mit Daniel Lackner aus Österreich. Er war ohne Navi gelaufen. Gleiche Weite im ersten Wertungsdurchgang, also wie der Österreicher. Jetzt kommt es darauf an, welche Weite er im zweiten Wertungsdurchgang erzielt. Und alle machen mit. Ja, das sind 111 Meter für Anders Spardal. 111 Meters. Und das bedeutet natürlich die Führung für den Norweger. Weiter geht es mit der Startnummer 31. Lauri Hakola, Finnland. Aktuell im Moment also Anders Spardal vor Daniel Lackner und David Lazzaroni. Stefan Hocke momentan auf Platz 10. Die Weite für Lauri Hakola 94 Meter, 94 Meter. Kommt Julian Musiol, 25 aus Deutschland. 107,5 Meter aus dem ersten Wertungsdurchgang. Und wenn der jetzt den zweiten guten Sprung runterbringt, dann kann er vielleicht sich eine Medaille heute hier. Das reicht so nicht, ne? Ja, das waren 98,5 Meter. 98,5 Meters. Ja, es hat leider nichts geholfen. Ich habe mir Unterstützung gesucht hier beim Ziehrufen. Ich hoffe, dass alle mitrufen beim nächsten Springer. Alle hier an der Inselbergschanze bei unserem nächsten Springer mitmachen. Weiter geht es mit der Startnummer 36. Manuel Fettner, Österreich. Die aktuelle Platzierung übrigens für Julian Musiol, 6. Platz. Die Weite für Manuel Fettner, 103 Meter, 103 Meters. Fettner damit auf Platz 3 hinter seinem Landsmann Daniel Lackner. Und es geht weiter. Mit der Startnummer 40. Harri Olli, Finnland. Harri. Und alle ziehen! Harry,
110,5 Meter für den Finnen und zusammen mit den 109,5 aus dem ersten Wertungsdurchgang übernimmt er damit die Führung. 110,5 Meters. Harry Olli zurzeit auf Platz 1 vor Anders Spardal und Daniel Lackner. Nächster Springer Balthasar Schneider, Österreich, Startnummer 32. Die Weite 101,5 Meter, 101,5 Meters. Letzter Springer, Startnummer 26, aus Thüringen, Christian P. Yes. 97 Meter im zweiten Wertungsdurchgang, 97 Meters, aber damit schafft er leider auch keinen Medaillenplatz. Der letzte Springer, Startnummer 28, Jussi Hautamäki, Finnland. Und jetzt möchten wir nochmal alle hier... Jetzt geht's, es gibt einen finnischen Sieg, so oder so. Und alle machen mit hier. Yeah. 106 Meter, 106 Meter. Jetzt müssen wir sehen, ob das reicht. 110,5 Meter im ersten Wertungsdurchgang und 106 im zweiten. Schafft das damit Harry Olli? Nein. Harry Olli, also der Gewinner des Kontinentalcup-Springens in Brodersholm auf Platz 2 Anders Spardal und auf dem dritten Platz Daniel Lackner. Bester Deutscher Christian Kuder auf Platz 10.